Wenn es den Menschen gelingt, sich besser zu fühlen, ein erfüllteres Leben zu haben, glücklicher zu sein, dann sind die auch erfolgreicher. Dann sind die produktiver, dann sind die loyaler, dann verkaufen die mehr, dann sind die kreativer, dann haben die Lust auf Leistung, dann sind die weniger krank. Wir haben hier eine Inspiration dafür bekommen, wie dies anders sein könnte, indem man eben Haltung, Sinn, Eigenverantwortung und positive Psychologie in eins denkt und danach handelt. Also wenn man das ganze Thema macht, damit man jetzt mehr Umsatz macht und mehr Gewinn hat, dann merken natürlich die Mitarbeiter, dass sie ja wieder nur Mittel zum Zweck Unternehmenserfolg sind. Ich habe auch viel Neues noch mitnehmen können, so auch gerade was die Weiterentwicklung von Mitarbeitern angeht, wie wichtig da auch die Lust und die Präferenzen der Mitarbeiter sind, und werde das auch mit nach Hause nehmen und nochmal über unsere Strategie nachdenken. Was sehr inspirierend und auch nochmal bereichernd aus erster Hand zu hören, wie die Obstsalzboom-Geschichte vorangegangen ist. Dann haben wir die ganze Methodik umgestellt und die hat dann diesen großen Erfolg gebracht. Nämlich, wir sind auf die Freiwilligkeit gegangen. Wir haben gesagt, wer in diesem Unternehmen hätte denn richtig, richtig, richtig Lust, an sich persönlich zu arbeiten? Wer hat Lust auf persönliche Weiterentwicklung? Wer hätte Lust, Kulturbotschafter bei Obstsalzboom zu werden? Jeder saß ganz gespannt da und entweder gab es ein Kopfnicken oder ja, also man merkte, also ich um mich herum merkte, wie jeder fasziniert dabei war. Was glauben Sie, was ist das glücklichste Jahr in der Ehe? Das Jahr vorher? Okay. Was ich super fand, dass er mehrschichtig abgeholt hat. Ich meine, er hat so irgendwie ein konservatives angesprochen, er hat einen fühlenden Herzensmenschen angesprochen. Und wenn Sie einen Menschen haben, einen Mitarbeiter haben, der weiß, was ihm im Leben wichtig ist und der jetzt auf ein Leitbild oder auf Werte in Ihrem Unternehmen schaut, der jetzt erkennt, dass er einen Teil von dem, was ihm als Mensch wichtig ist, in diesem Unternehmen leben kann, dann haben Sie einen loyalen Mitarbeiter. Dann haben Sie den Held aus dem Unternehmen. Das ist nachhaltige Kulturentwicklung. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, alles schön und gut, aber wir haben keine Zeit und wir haben auch kein Budget. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, wie still es hier im Raum war und wie interessant tatsächlich der Vortrag auch war. Ich fand es spannend, wie er auch die Medien hin und her gewechselt hat und so einen Spannungsbogen aufgebaut hatte. Wer weiß, wie viele Kinder im Bus gesessen sind, der hebt jetzt mal die Hand und lässt sie oben. Wie viele haben Sie gesehen? 7? 8? Ich denke, ganz viele Firmen können davon profitieren, vor allem Führungskräfte, Geschäftsleitungsmitglieder, CEOs, C-Level. Ich glaube, dort ist dieser Gedanke, dass man eben nicht zuerst den Umsatz und die Umsatzsteigerung im Kopf hat, sondern eben zuerst mal auf den Mensch eingeht. Ich glaube, das müsste dort mal vermehrt eigentlich auch mitgeteilt werden.